Hallo zusammen. Willkommen an diesem sonnigen Samstag. Endlich schaffe ich es mal. Es ist jetzt der vierte Versuch, euch meine Kleine vorzustellen. Meine Honda CBR 600 RR Limited Edition, 2009er Modell, ohne ABS, dafür ein bisschen leichter. Nicht viel verändert. Ich zeige es euch jetzt mal von nah. Hat jetzt knapp 18.000 Kilometer drauf. Hat ein paar Mods. Der wichtigste ist, denke ich, die Lichter sind gegen weiß-blauliche Glühbirnen ausgetauscht. Damit ist das Licht ein bisschen heller und ich habe das Gefühl, besser gesehen zu werden. Da seht ihr auch schon die Kellermann-Blinker. Hinten hat es auch ein Kellermann-Set dran, bisschen wesentlich kleiner als die originalen Riesendinger. Sehr hell und die Frames leider. Ansonsten, ja, natürlich meine Hommage an meine Heimatstadt und an Ride Apparel Co., die ich gerne unterstütze, die einen sehr guten Ansatz haben, coole Klamotten machen. Link packe ich mal dazu. Ansonsten nicht großartig was Besonderes. Ich habe den Rennhöcker drauf auf meinem Bamble Bike. Ich habe SW-Mutech Tankring drauf, um einen Tankrucksack drauf machen zu können. Dadurch, dass das hier Plastik ist, geht das nicht großartig anders. Ja, einstellbare Feder, den ganzen Krempel wie bei normalen Stock-Version. Ich habe die Sozius-Rasten abgemacht, weil, naja, fahre eh meistens alleine. Ansonsten, dunkle Scheibe ist drauf mit einem Rennhöckerchen von MRA. Gott, ist das warm in dem Helm. Da seht ihr die Kellermann-Aktion, wesentlich kleiner, viel schlanker. Ja, ganz zufrieden bin ich mit den Griffen von V-Track auf beiden Seiten. Verkürzt mit Sollbruchstelle, einstellbar, farblich passend. Und da kannst du halt auch mal entspannt mit zwei Fingern fahren. So, ich habe noch ein bisschen was vor mit dem Bike. Farblich natürlich dazu passend. Soll es eventuell mal andere Rückspiegel kriegen, weil die sind doch ein bisschen sehr. Ich hatte auch mal die Idee, mir hier noch Halos um die Glühbirnen zu machen. Das ist allerdings absolut verboten, weil fast alles, was du ans Bike machen kannst, was dich besser sichtbar macht, lenkt die Autofahrer ja ab und es ist deswegen verboten. Ansonsten werde ich demnächst vorne und hinten Stahlflexleitung einziehen in Carbon-Optik mit blauen Abnehmern, dass es auch dazu passt. Aber ansonsten versuche ich eher dezent was zu ändern. Habe einen Rennluftfilter drin. Ja, ist jetzt nicht so unheimlich verändert. Viele sagen sicherlich, es ist ein Frauenmotorrad, es ist Pipifax. Es ist eine 600er, es reicht vollkommen. Ich kann damit auf der Strecke fahren, ich kann auf der Straße fahren, auch mal schneller, ich kann jemanden mitnehmen. Ich habe zur Not Träger auch für die SW-Mutech Blaze Taschen, dass ich mir hier zweimal, ich glaube, 21 Liter dran machen kann. Damit kann man dann auch mal eine gute Tour machen. Das ist alles nicht das Problem. Sie ist unheimlich agil, sie ist leicht. Ich komme knapp an die oder knapp über die 300, wenn ich morgens nichts gegessen habe. Aber ansonsten unheimlich gutmütig. Ja, sie hat kein ABS. Sie hat ein paar Bremsen. Da fliegst du fast vorne über. Und dafür, dass sie jetzt auch schon bald 8 Jahre alt ist, finde ich, hat sie sich sehr tapfer geschlagen und kriegt deswegen immer mal ein paar Goodies von mir. Was auch noch kommt, ist wahrscheinlich den Standardauspuff auszutauschen. Da habe ich einen von Bodes im Auge. Muss ich mal schauen, da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Loop. Ja, das ist so ungefähr meine Maschine. Ich hoffe, ihr habt es in Gänze gesehen, nicht nur immer kurz in den Videos. Falls jemand Fragen zu 600er hat, ich mache den Service meistens selber, alles was ich mir so zutraue und stehe dann natürlich auch gerne für Hilfe bereit. So. Und dieses Blau macht mich einfach unheimlich an.